Die Partnerländer Großbritannien und Portugal zeigen es jetzt auch in Frankreich wieder, dass die Zahlen steigen und zum Teil sehr stark steigen können. Deswegen ist der jetzige Zeitpunkt für Ausweitungen oder das Wegfallenlassen einer jeden Form von Vorsicht der grundlegend falsche Ansatz. Das, was Großbritannien macht, zu öffnen, obwohl hohe Zahlen sind, ist ein Experiment, gerade in der jüngeren Generation, denn die werden in den kommenden Monaten sehr stark betroffen sein. Einige wollen die Inzidenz völlig aufgeben. Ich halte es für vorschnell und unklug. Warum? Die Inzidenz ist zunächst mal einfach zeigt die Zahl der tatsächlichen Infektionen. Und die brauchen wir als Basis auch in der Relation falls anders. Ohne klares Bild über die Infektionen ist es ein Blindflug, ein reiner Blindflug über die Corona-Lage. Zum Impfen. Impfen ist der Weg zur Freiheit. Am Ende heißt tatsächlich die Alternative Impfen oder Gefahr einer Infektion. Und der Schutz ist eben für andere da. Ich will das nochmal dokumentieren. Nicht nur für diejenigen, die noch nicht geimpft sind, sondern auch für viele, die sich gar nicht impfen lassen dürfen. Wir haben nach einer Schätzung des Gesundheitsministeriums rund 125.000 schwangere Frauen bei uns, wo eine klare Empfehlung gibt, sich nicht impfen zu lassen. Und auch um deren Schutz geht es zum Beispiel, um deren ungeborene Kinder. Also es ist keine Privatsache. Wir müssen jetzt schauen, wie erhöhen wir die Impfbereitschaft. Wir hatten ja lange Zeit den Kampf um den Impfstoff und die Nachfrage nach dem Impfstoff. Jetzt haben wir die Nachfrage nach Impfwilligen. Es lässt deutlich zurück, das kann man sagen. Es lässt deutlich zurück. Also es lässt nach mit der Anmeldung und die Absagen nehmen dafür zu. In den letzten Wochen ca. 100.000 Absagen. Die Gründe sind vielschichtig. Ich würde es aber mal so im Wesentlichen zusammenfassen, es wird nicht mehr so ernst genommen, würde ich mal so sagen. Ich glaube, der erste Ansatz, den wir dringend brauchen, ist mehr Freiheiten für Geimpfte. Das ist besser, als nur zu überlegen, ob man Geld oder andere, mehr Freiheiten. Zu den Freiheiten gehört dringend Quarantäne bei Reisen für zwei Geimpfte. Ab Herbst auf jeden Fall, ab die Öffnung von Clubs und Nachtgastronomie, wenn man zweimal geimpft ist und die Impfangebote da waren, angenommen wurden. Im Moment ist es von der Relation relativ sinnlos. Es gibt kaum Zweitgeimpfte in dem Altersgruppe. Und auch das, wenn wir dann spätestens nach der Sommerpause machen, die Nichtanwendung und die Nichtzurechnung von Geimpften bei Kultur und Sport, was bislang für den Größenordnungen noch gemacht wird. Die nicht mehr Anrechnung von Geimpften für Kultur und Sport. Impfen am oder im Wirtshaus gilt auch für Hotellerie, für deutsche Gäste. Und es wird auch mit Fastfood-Ketten geredet, um dort Impfangebote zu implementieren. Bei dem ländlichen Raum übrigens ist häufig die jeweiligen Fastfood-Restaurants einer der zentralen Freizeit-Trips. Jugendzentren in Niederlande, mit dem Jugendring wird geredet. Alle verkaufsoffenen Sonntage, Markttage, Supermärkte, Malls werden einbezogen in die Impfkampagne. Und die Betriebsimpfungen laufen sehr gut, aber auch bei Arbeitsämtern, Jobcentern und Sozialrathäusern ein Angebot insbesondere für prekäre Bereiche zu machen. Es gibt zwei Wege, Herdenimmunität zu erreichen. Das aus meiner Sicht verantwortungslose Konzept des Durchseuchens oder das Konzept des Durchimpfens. Das Letztere ist das Empfehlenswerte. Und zweimal in Peaks oder dann vielleicht dreimal ist im Vergleich zu den anderen Herausforderungen für einen persönlich und der Freiheit einfach viel zu schwierig.